Vor 2 Jahren und 3 Tagen standen wir das erste Mal zu vielen Tausenden im Regen beim ersten globalen Klimastreik. Heute regnet es immer noch. Wir stehen immer noch hier. Zusammen in über 50 Ländern, allein in Deutschland über 200 Mal. Und das trotz der Corona-Pandemie. Wir sind kreativer und entschlossener als je zuvor. Zusätzlich zu einer Kundgebung haben wir mit vielen verschiedenen KünstlerInnen eine Kunstperformance organisiert. Wir befüllen leere Flaschen, die leeren Versprechen der PolitikerInnen symbolisieren, mit unseren Forderungen und Wünschen. Diese schicken wir als Flaschenpost an die PolitikerInnen, sodass sie nicht länger ignoriert werden. Wir halten Fridays for Future für eine unterstützenswerte Sache. Wir sind alle Väter von jungen Leuten, die auch eine funktionierende Zukunft verdient haben. Tatsächlich habe ich von Anfang an die Bewegung verfolgt, als es im ganz Kleinen mit Greta angefangen hat und dann die Welle Richtung Europa geschwappt ist. Und dann bin ich über meine Kinder natürlich auch in Kontakt damit gekommen und es hat mich von Anfang an fasziniert, weil ich aus meiner Kindheit eher noch gewohnt bin, dass in meinem Umfeld die Freundinnen jetzt nicht politisch sehr aktiv waren. Es war eine andere Zeit, vielleicht habe ich es auch nicht mitgekriegt, aber das finde ich ganz toll, das jetzt mitzuerleben, wie viel Spirit da stattfindet und Bewegung. Also einmal, wenn ich mal aus meinem Geburtsland rede, über die Republikaner in den USA, die das einfach verweigern. Zum anderen über das, was hier in Stuttgart passiert, was überhaupt mit der Baubranche passiert. Und dass unsere politischen Vertreter nicht in der Lage sind zu sagen, wir sind an einem Wendepunkt, wir müssen bestimmte Dinge ändern. Das heißt, wir müssen vermutlich auch Sachen hergeben, die uns lieb geworden sind. Die, wenn man sie hergibt, merkt man nicht, dass sie weg sind. Und das würde ich mir wünschen, dass das ehrlich kommuniziert würde. Das gibt natürlich Probleme, klar, es gibt Streit, aber das ist normal in der Demokratie. Und ich würde mir wünschen, Sie würden auch, was das Reisen angeht, diese unglaubliche Reisetätigkeit, die wir hatten bis 2020, die Hälfte davon ist vermutlich, wenn man genau hinschaut, nicht nötig. Ja, zur veganen Ernährung einfach deutlich abgesehen natürlich vom Tierschutz, natürlich Emissionen zu reduzieren und mit kleinerem Fußabdruck zu leben und auch für andere hoffentlich auch ein Vorbild zu sein. Es ist in der Tat so, also ich bin halt ein Chaot ursprünglich. Ja, also ich bin erst einmal auch oft von meinen Sachen her gewesen, aber auch im Kopf, ich bin kreativer Chaot von Gedanken her. Und ich hatte eigentlich immer eine Sehnsucht nach Klarheit. Und da kam so ein bisschen dieser Gedanke ursprünglich her. Und dann habe ich erst gemerkt, so Schritt für Schritt, was da noch alles damit zu tun hat. Dass das Thema Nachhaltigkeit dann natürlich sehr relevant ist. Das Thema digitales Leben mit den digitalen Ablenkungen, Digital Detox, solche Sachen, die sind dann eher schrittweise dann dazu gekommen. Und wo ich meine Sachen getan habe, sehr unterschiedlich, ja, vom Sozialkaufhaus hin zum Sperrmüll, zum Verschenken, zum teilweise noch im Keller. Und darüber habe ich ein ganzes Programm gemacht. Das ist, kann ich nicht in einem Satz gerade beantworten. Ich hoffe, dass es nicht nötig wäre. Ich hoffe, dass die Politiker auch im eigenen Interesse und im Interesse ihrer eigenen Familien und ihrer Umgebung und der Menschen, die sie vertreten, da sich drum kümmern, dass es mit dem Klima, dass das alles gut geht und dass sie die Abkommen einhalten, Versprechen, die sie machen und dass sie auch weiterhin an dem Thema dranbleiben, damit das Klima gerettet wird. Das ist eine gute Idee, das könnten wir machen. Und wahrscheinlich, wenn mal jeder seine Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft der Erde aufschreiben würde, vielleicht wird sich dann sogar was verändern. Das wäre doch schön, oder? Ja, finde ich auch. Also, das ist jetzt mein Aufruf an alle, die zusehen. Macht das auch. Schreibt auf, was ihr euch wünscht für eure Zukunft. Oder für die Zukunft eurer Kinder. Oder für die Zukunft eurer Enkelkinder. Oder Urenkelkinder. Oder was ich einem auch bin zu wollen.
Schreibt dazu auf, was ihr persönlich vielleicht überlassen könnt, was ihr euch wünschen würdet, was sich ändert, um das zu erreichen, dass man eben nicht lange hier leben kann. Das sage ich dir. Die Menschen wollen immer zu viel. Die wollen immer zu viel und immer mehr und immer mehr, immer mehr. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, die denken, dass die Äpfel mit einem Fingerschnitt wachsen oder die Kartoffeln einfach so aus dem Kochtopf fallen. Ja, die Erde, die braucht eine Pause. Die haben die Erde komplett zerstört, deswegen streike ich heute. Ich habe sie nicht satt.